Yo Leute, was geht ab? Slasher am Start. Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal und zwar Dying Light 2 Stay Human. Ich bin so gehypt auf das Game. Oh mein Gott. Sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. The Black Hole. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Wow, okay. Das war schon ziemlich heftig. Dieses Spiel, ja, bla bla bla, ja, ja, komm. Etc. pp, bla bla bla. Achtung, vor dem Spiel durchlesen. Ein sehr kleiner Prozentsatz von Personen kann einen epileptischen Anfall erleiden. Ja, ja, ist mir schon 500 Mal passiert. So, okay. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Let's go. Helligkeit. Natürlich für die Blinden. Nein, wir machen diesen hier. Ja, ja. So. Bitte warten, wir kennen das Schema wie in jedem anderen Game auch. Okay, okay. Neues Spiel. Ich habe mich mit Absicht erstmal... Normal, wir gehen auf normal. Ich habe mich mit Absicht noch nirgendwo teasern lassen. Ich habe bisher nur Trailer geguckt und bei keinen anderen irgendwie großen YouTubern oder so, die das Spiel eventuell schon 2 Tage vorher zugeschickt bekommen haben oder sonstiges von Techland. Bei denen habe ich mir auf jeden Fall auch noch nichts gegeben, weil ich selber anzocken wollte. So, okay, 2036. 15 Jahre nach dem Untergang. Oha, Bruder, renn! Zeig den wahren Tiger in dir. Digga, was sind das denn für Zombies? Oha. Wie geil. Du hast immer noch drauf. Na, früher
das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger... Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Oh, wie geil, dass das Game komplett auf Deutsch ist. Der Weg des Pilgers. Von wo kamen wir da hinten? Ach, da sind sie sogar. Okay. 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 Alja, moin, Digga. Was ist denn das? Okay. Ist Ungewöhnung, aber okay. Wir probieren's. Let's go. Scheiße, Mann. Ach, du da. Bist immer noch ganz... Hallo. Ah, jetzt will er nämlich, dass ich diesen hier mache. Mhm. Hallo? Sicher, dass es hier wirklich auch lang geht, weil irgendwie kommt mir das so ein bisschen ganz schön groß vor. Wie weit kann ich denn davor? Oh, first try, Bruder. Help me, man, thanks. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang, aber werd jetzt nicht sentimental. Hä, warum? So ein bisschen... Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Digga, wie bist du da hoch? Ah. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Kamille. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Kamille. Kamille. Alter, yo, das erinnert mich an was war's für ein Game? Assassin's Creed Adlerauge und, Digga, was war das noch für ein Game? Ach, keine Ahnung. Da hinten, Kamille am Baum, man kennt's. So, da, Kamille, Digga, hier ist nur Honig. Hier gibt's kein Kamille. Bist wohl ein bisschen abgeschlafft, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ach Gott. An die Arbeit. Na, darf ich? Das müsste reichen. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Wenn man hinterher guckt. So. Zusammengemischt bleibt man damit am Leben. Stellen Sie Heilmedizin her, okay. Ach du Heilige. Was? Ja. Ist schon. Irgendwie ist das schon machbar, ja. Wir werden uns schon noch anfreunden mit dem Menü. Komm schon, wir sind fast da. Ja, komm, mach. Mach, Spike. By the way, das Game ist für PlayStation 0:00 heute rausgekommen. Also gestern.
er gesagt. Ich nehme auch genau 000 auf. Bin so gehypt, Mann. Ach, das ist auch ausweichen in Kämpfen, ne? Zurück. Das, oh. Ah. Alter. Slidet der auch nach vorne? Ne, da springt er nicht. Okay. Bisschen vertraut machen mit dem ganzen Shit hier. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Wow. Ich muss schon ehrlich sagen, das sieht so geil aus mit dem Moos. Zur Hinterseite. Klar. Alles mit, was wir gebrauchen könnten. Gut. Ich habe hier nichts Brauchbares gefunden. Ja, hier ist anscheinend nichts mehr. Kreis. Aha. Kann er sich hinlegen? Nein, okay. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Ja, GRE ist halt... sind halt ein bisschen lost. Konnte schon im ersten Teil keiner mochten. Mochten. Ja, mögen. Mögen. Sorry. Sprachen lernen. Bubble. Digga, warum soll ich denn jetzt alles mitnehmen? Na, hier ist nichts. Oh, Seife. Nur der wahre Held hebt die Seife auf. Hier ist nichts. Die waren halt ein bisschen sehr bleide hier drinnen. In der Bude. Da ist doch was dahinter, oder? Rappelt da irgendwas? Warum? Spike? Okay. Er hat gemeint, er fängt an, sich Sorgen zu machen. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht erzählt wurde. Ich hoffe, das ist das einzigste Problem in dem Game. Bis jetzt noch. Die haben ja auch irgendwie gemeint, die wollen noch Updates raushauen. Wie der Wein damals geschmeckt hat. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube ein bisschen süßlich. Voodoo, Voodoo. Klingt vertraut. Voodoo, Voodoo. Was war das? Hm. Hilft er mir, meine Hinweise zu suchen? Das sind meine Hinweise, nicht seine. Sollte damals wohl Kunst sein. Das sieht noch sehr schön und brachial aus. Das ist nur ein bisschen angegammelt. Sieht schon sehr lecker hier drin aus. Könnte ich wohnen? Nicht. Noch irgendwie, irgendwo, irgendwas? Sorry, Dave, goodbye. Das zerreißt mir das Herz. Das verstehe ich jetzt nicht. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Ja, die haben sich selbst umgebracht, ich verstehe es doch. Ey, ich sehe oben nach.
Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Okay, den Garten. Aber erstmal. Wieso haben die sich umgebracht? Oh, das ist traurig. Oh, oh. Da muss ich los. Kann man hier irgendwo eine Waffe finden? Bitte, danke. Oh, das sieht aus wie eine Nada. Waffe. Ach, null. Nada, null. Niet. No. Alles mitnehmen. Harz nehmen wir mit. Harz 400, Dach gehört dir. Mann, wieso ist denn der Anfang so traurig? Mag nicht diese, Bruder, mag nicht diese. Du mag ich mag oh. Sie hatte Klasse. Wieso hatte sie Klasse? Weil sie ein Kleid anhat, Wein und im Rettungsring rumgeschwommen ist? Lassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Er hat's eingesteckt. Ich komm ja schon. Ich wollte eigentlich vorlesen, aber wenn er das schon übernimmt, ist er noch cooler. Ist hier noch sonst irgendwas? Sieht man hier noch irgendwie geile Aussicht oder so? Ne? Cool. Ja, schon eine geile Bude. Wo ist denn der jetzt hier durchgelaufen? Das heißt jetzt wieder zurück und hoch. Let's do this. Bruder, wo du hochgegangen? Wo du hochgegangen? Nicht hochkommen. Das ist doch hier so. Pass auf. Safe geht das. Alter. Oh, guck mich an. Das war niemals im Leben so geplant. Ist hier noch irgendwie was zum Einsammeln? Nee. Gut. Setz dich, Kumpel. Ich setz mich, Bro. Für dich. Oh, dankeschön. Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Alter. Habe ich gerade gefunden. Ein neben schwarzer. Dir nutzt das wahrscheinlich mehr. Ledriger Baseballknüppel. Geil. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, ja, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Oh! Ja, kennst du nicht. Crane? Kyle Crane? Teil 1? Er ist auch mit hier drin. Ich dachte, er hat gar nichts mit dem Teil zu Habt tun. Ihr diesen Typen gefunden? Ich hoffe, der bleibt in Erinnerung. Typen gefunden. Warum sagst du das erst jetzt? Welchen Typen? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut.
Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor... Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Seinen Namen hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Ich gehe direkt in die Stadt. Ich gehe einfach direkt in die Stadt. So einfach ist das nicht. Villedor sollte eine der ummauerten Zonen werden, die vor der Seuche sicher waren. Der Plan ging schief und die Stadt überlebte. Aber der Typ weiß, wie man reinkommt. Red mit ihm, er sagt dir alles. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und, was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, 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 sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir, irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Na, ja, darauf trinke ich. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Alles klar. Oh mein Gott, Digga. Alter. Okay. Schlagstock und die Funkantenne. Ich will nur noch mal ganz kurz hier durchgehen. Ganz kurz als Erinnerung. Das ist der Haus. Der Haus. Das ist das Haus der Selbstmörder. Bin ich froh, dass ich hier wegkomme. Let's do it. Digga, da haben sich gefühlt alle selber umgebracht in der Bude, ne? Das Haus der Selbstmörder. Aber wie schon gesagt, daher, dass Kyle Crane nichts mit dem Teil zu tun haben sollte, oh, da rennt, oh, schreit irgendwas, haben sie ja über ihn geredet. Ich hoffe, der wäre irgendwie hier drin oder auch als Easter Egg irgendwas mit dem im Zusammenhang. Wäre geil, aber cool finde ich es bis jetzt, dass er in Erinnerung bleibt. War das nicht irgendwie, dass man hier einen Fallschirm hat? Habe ich zumindest im Trailer gesehen. Probieren's. Nein, haben wir nicht. Kreis zum Tauchen, eins zum Auftauchen. Let's go. Alter, wie geil das aussieht. Junge, da dran könnten sich andere Games mal ein Beispiel nehmen an dem Wasser. Tschüss, Digga. Okay. Ey, Bruder! Bruder, was du... Lass meine Freunde in Ruhe. Alter, man hört sie richtig knacken. Ist ja geil.
Kann ich? Ja, ihr Freundchen, ich wollte es mal nicht meinen, ne? Mach dich, Junge! Der, wie geil, Alter. Das Game, Mann. Dead Game! Damn, man! Einmal auf. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was? Yep. Wird bestimmt alles wichtig sein. Ach, wahrscheinlich muss ich die Schattensicht erst aktivieren, damit ich es einsammeln kann. Okay. So. Oh, Honig. Oh, Honig. Alter. Junge, wie geil, wie verdammt geil, Alter. Oh, das war nicht die Schlagtaste. Wie das aussah. Dong. Von oben so. Drin. Erreichen Sie die Funkantenne. Das ist aber nicht die Funkantenne, ne? Das ist ein Haus. Ist das ein Haus? Was ist denn das? Alter. Kannst du da hochklettern? Oh mein Gott. Das ist ein Bus. Genius. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Das war Luck. Alter, man sieht einen Unterkörper. Sexy. Junge, wie geil das aussieht. Verdammte Scheiße. So. Wo ist denn die Funkantenne da hinten? Police? Komme ich denn hier rein? Oha. Ach, das sind diese Zombie-Nester im Dunkeln, ne? Ich war's nicht. So, welcome. Geiles Game, fröhliche Stimmung, besser könnte es gar nicht sein. Oh, was ein Sprung. Wo waren die Leiter da drüben, oha. Wo muss ich hin? Da vorne. Die wollen. Kann ich jetzt. Aha. Okay. Dann geht's, glaube ich, hier weiter. Hier. Ah. Ja. Nein. Ne. Oh, komm, Athlet. Oh. Ja, Bruder, also, aha, ich glaube hier. Nee, fast. Warte, wir machen einmal den hier, gehen hier hoch.
Und dann. Oh, das, der macht das. Der macht das. Oh, Alter. Piss dich, Junge. Schreckst du mich, du Huso? Ich glaube, mein Afterröhrchen pfeift. Okay, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Doch, ist er. Einfach drüber sprinten, kein Problem. Oh, mein. Ich dachte, Alter. Parcours, Fertigkeitspunkt. Ja, Parcours-Effekt ermöglicht es ihnen höher zu springen und höhere Vorsprünge zu erreichen. Geil! Ach, und da sehen wir auch unseren Charakter. Okay. Na, fast fertig. Also jetzt kommt er da hoch, oder wie? Irgendwie. Macht er immer noch nicht den, den ich gern haben würde. Ach, ne, 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 nein. Ah, ich wollte schon mal hin. Och, nö, Mann. So, wieso? Ganz ruhig. Aha. Aha. Okay. Hammer. Zack. Na, das bockt sich richtig hier rumzuspringen mit denen. Na, ja, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Ein Versteck für die Nacht. Das werde ich nicht finden. Er macht einfach diesen. Na, das war noch nicht weit genug war das. Ach, der, ach, er klettert sogar so hoch. Nein, tut er nicht, weil er keine Ausdauer hat. Das schwarze Loch, es frisst dich auf. Aha. Okay. Die Station sollte hier irgendwo sein. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Der wurde verschoben. Gut, probieren wir's. Drück, Junge, drücken. Drück, 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 drück. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Wo ist der Stromgenerator da hinten? Ist ein sehr, sehr geiles Game. Okay. Boah. Komm hoch, hoch, hoch. Oh, die Ausdauer ist gerade leer geworden. So. Hier sagt er irgendwo, ne? Ah! Schön. Ich dachte, da gibt es irgendwie einen Special-Weg oder so. Was zum... Was zum Teufel ist das? Was war denn das? Beyblade. Also voll mit Durchzug. Alter. Freddy als Zombie. Freddy mit den Scherzhandski. Junge, ich mach
Kleingeschnitzeltes aus dich, Junge. Oh, keine Ausdauer mehr. Wie war denn das? Ach so, arg. Das war knapp. So. Ist das die mit den Scheren hinten? Woran sind die draufgegangen? Let's do it! Okay. Da unten liegt noch ein Zombie, ne? Ah, scheiß auf den. Alter, wie geil! Pufflicht! Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit ihr Netzwerk an wieder Einstiegspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem sie die Tag-Nacht-Phase wechseln können, und zu Aidens Versteck, an dem sie ihre überzähligen Gegenstände lagern können. Okay, cool. Das war dann wohl Teil 1, Let's Play 1. Richtig geil. Richtig geil. Oha, aufheben natürlich, hallo? Das ist für eine Frage. Okay. Extrem geil, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Falls ihr eine Doppelfolge sehen wollt, die eine Dreiviertel bis eine Stunde geht, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Der erste Eindruck von dem Game ist mega, mega geil. Aber jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aidy! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Alles wird gut. Wartet hier. Wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Aidy, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte.
Schließ die Augen. Feuer! Feuer im Labor! Zeit, den Typen zu kontaktieren von dem... Oh, 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 oh. Da wollte mir das Game einen Strich durch die Rechnung machen. Es wollte unbedingt, dass ich es weiter zocke, aber fehlgeschlagen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen und ciao!